Weiter geht's heute in Super Mario 64. Im letzten Part haben wir Frostbeulenfrust zu 100% gelöst. Heute machen wir nun weiter, indem wir erstmal hier unter diese Treppe gucken, denn da steht ein Toad. Hallo Mario, du hast bereits einiges zur Rettung des Schlosses getan, aber du musst noch viele Geheimnisse der Wandgemälde lüften. Manchmal spielen wir dir deine Augen einen Streich, die Realität verschwindet hinter Fassaden. Aber du kannst das Trugbild durchdringen, wenn du das im Spiegel betrachtest. Wasser ist ein flüssiges Element, die Magie des Wandgemäldes beeinflusst sein Verhalten. Wähle verschiedene Wege, um die versunkene Stadt durch das Gemälde zu betreten. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Hier habe ich etwas für dich. Es hilft dir, Bowser zu besiegen. Ja, dieser Toad gibt einen weiteren Gratis-Power-Stern, wenn man es so nimmt. Und den nehmen wir doch dankend an. So, er hat uns auch hilfreiche Tipps gegeben. Aber wir gehen erstmal in den nächsten Kurs. Der ist hier. Und er hat uns schon gesagt, wir dürfen nur ganz niedrig in das Bild reinspringen. Dann ist der Wasserpegel hier in Atlantis Aquaria ganz unten. Folge den blauen Pfeilen und das ist ein Stern, wo man den Wasserpegel ganz oben gehabt hätte müssen. Schade. Ihr könnt euren Wasserpegel aber auch im Kurs beeinflussen. Mit solchen Wasserpegeldingern. Gute Beschreibung, ich weiß. Also desto höher ihr ins Gemälde springt, desto höher ist der Wasserpegel. Das muss ich eigentlich der Map lassen. Das ist verdammt cool. Ich sag das später. Wir werden das später eh noch sehen. Ja, das ist aber eine Sache, die ich komplett hasse. Diese komischen Teile hier. Welche einem eigentlich helfen sollen, nach oben zu kommen. Aber wie ihr seht, seid ihr immer wieder gelockt in den Dingern und könnt teils nicht mehr ausweichen. Das ist einfach Betrug. Ja, finde ich ein bisschen schade. Wo gibt's denn Münzen? Ach übrigens, das müsste die Map mit den meisten Münzen sein. Hatte ich schon mal erwähnt gehabt. Hier gibt es nämlich gleich über 150 gelbe Münzen. Nein, jetzt. Sehr schön. Nein, du darfst mich nicht kriegen. Das ist, finde ich, Betrug. Das mag ich an der Map wirklich gar nicht. Diese fahrenden Dinger. Aber gut. Vielleicht muss ich das auch nicht mögen. So, eigentlich hatte ich vorgesehen, hier alles in ein Part zu schaffen, aber wenn ich mich schon so weiterhin anstelle, dann werde ich das nie im Leben schaffen. Eigentlich hätte ich schon geplant gehabt, einen Stern zu haben, aber okay. Dann halt nicht. Aber ich finde auch dieses Wasserpegel-Ding nicht. Ja, genau. So, aktiviert ihr hier diesen Schalter, kommen hier ein paar Kisten, auf die ihr eigentlich drauf springen könnt. Was auch eigentlich echt nicht schwer ist. Außer ihr stellt euch so an wie ich mich. Aber selbst dann ist es gut machbar. So, springen wir mal hier rüber, weil hier sehen wir schon einen so einen Wasserpegelteil. Und damit können wir uns das Wasser nach oben holen. Was natürlich insane praktisch ist. Und damit können wir auch, soweit ich weiß, uns endlich den Stern holen, den wir uns holen sollen. Da oben ist Buddy. Übrigens, es ist zu hoch. Ach, crap. Dann müssen wir es halt wieder abdrehen. Ja, an sich ist es ein cooles Prinzip, wie ich finde. Aber sehr, sehr nervig. Naja, aber seht, jetzt ist es auf jeden Fall perfekt. Wir sollen ja den blauen Pfeilen folgen.
Und genau das möchte ich eigentlich gerne tun, aber... Ich komme da nicht hoch. Das ist mein Problem. Ihr könnt eigentlich theoretisch euch auch diesen Stern komplett anders holen. Oh ja. Ich mach mal kurz ein Safe State, einfach weil ich hier endlich oben bin. Das sah sogar relativ skillig aus mit dem Bandsprung. Egal. Na toll, du solltest einen Weitsprung machen. Seht ihr, dann ist das nämlich ganz einfach möglich und ihr könnt diese ganzen Pfeile einfach überspringen. Das mit den Pfeilen ist nämlich relativ unnötig. Aber müssen wir natürlich... Ne, müssen wir halt nicht so machen, aber habe ich halt so gemacht. Ich weiß halt leider nie, welche Sterne als nächstes kommen, deswegen habe ich da ein Problem. Jetzt habe ich es halt nur in die Mitte geschafft, weil es halt nicht so krank ist. Suche nach der Spitze der Stadt. Was? Das können wir nicht mehr schaffen, oder? Weil ich glaube, dafür müssen wir den Wasserpegel ganz oben, unten haben. Und ich glaube, der geht nicht mehr ganz runter. Ja, doch, geht er. Das müsste schon ausreichen. So, ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur wieder nach oben und das kann ich euch tatsächlich skippen. Ich hoffe mal, dass der Stern damit gemeint ist, weil ich wüsste sonst nicht welchen. Sonst. Dafür müsst ihr erstmal wieder hier ganz nach oben. Den Weg habe ich euch ja jetzt schon einmal gezeigt. Das heißt, das kann ich mir einmal sparen. Also kann ich euch einmal sparen. Ich denke mal, dass euch das auch nicht nochmal unbedingt interessiert hätte. So, hier müsst ihr runter. Okay. An sich nicht allzu schwer. Das Ding fährt nach einer Zeit von automatisch wieder nach oben. Und schafft ihr es nicht in der Zeit, müsst ihr theoretisch tatsächlich nochmal den ganzen Weg nach oben kraxeln. Und das ist abgrundtief nervig. Da hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Deswegen habe ich oben auch nochmal ein Safe State gesetzt. Ist das der richtige Stern? Nee, beeile dich, Expressaufzug. Okay. Sorry. Ich habe halt keine Ahnung von den Kursen hier oben. Wie komme ich denn hier eigentlich besonders hoch rein? Und auch jetzt habe ich keine Ahnung, was für ein Stern das ist. Die Stadt. Ich möchte halt noch nicht zur Stadt. Denn ja, es gibt hier eine Unterwasserstadt. Ein echt komischer Abteil. Wenn ihr mich fragt. Das ist übrigens auch eine Map, wo viele der Meinung sind, dass man sich hier unwohl fühlen kann. Okay. Verstehe ich schon. Finde ich aber jetzt nicht so. So, ich hole derweil einen anderen Stern, nämlich die 5 magischen Zahlen. Die Kiste 1, die ich reingedrückt habe, war die 5 magische Zahl Nummer 1. Das hier war magische Zahl Nummer 2. Das hier ist magische Zahl Nummer 3 und jetzt muss ich wieder ganz nach oben. So, dafür müsst ihr mal wieder hier hoch. Also der Schalter wird schon oft benutzt. Ist aber auch nicht schlimm. So, hier ist magische Zahl Nummer 4. Ich denke, das hat man gesehen. Und jetzt müsst ihr zwar nicht einen Weitsprung nach unten machen, aber ich empfehle das eigentlich jedem, hier irgendwo random runterzuspringen. Okay, das war knapp. Ah ja, so ist die Kamera viel besser. Mist. Ich habe aber ehrlich gesagt wirklich keinen Bock dahin zu laufen. Komm. Das war knapp. Weil dann müsste ich erst wieder Wasserpegel und so machen. Das kann ich doch sowieso nicht. Oh, ist das nervig. Das sieht gut aus. Oder auch nicht.
Das war schön. So, und hier müsste dann eigentlich nur noch... nicht das aktivieren? Hä, was war denn dann die letzte magische Zahl? Das hier? Hä? Ich hab doch erst 4. Ich guck mal kurz nach. Einfach weil es angenehmer ist, habe ich hier mal mein Safe State geladen. Bei mir ist es selbst eingefallen. Ihr müsst eigentlich nur da hoch. Genau. Und dann spawnt der Stern da. Gut. Ich zeige euch jetzt mal lieber den normalen Weg, wie man da hinkommt. Weil der Weitsprung ist schon relativ dumm. So, ich glaube, ihr müsst eigentlich nur hier hoch. Genau. Hier ist ein Teleporter? Oha, wie praktisch. Das muss ich mir unbedingt merken. Ich hoffe, das ist nicht ein einseitiger. Nee. Aber echt praktisch. Wusste ich gar nicht. So, der Wasserspiegel ist angesetzt. Jetzt müsste ich den eigentlich nur noch irgendwo ein Stückchen höher bekommen, wenn es geht. Ich wüsste nicht wo. Ach, das reicht schon. Okay. Ja, seht ihr, dann ist das auch gar kein so großes Problem. Und dann habt ihr diesen Stern. Klar, wir schaffen jetzt nicht so unglaublich viel. Aber das ist doch immer noch okay, was wir hier gerade schaffen. Jetzt weiß ich vielleicht, was die für einen Stern meinen. Und dafür muss ich jetzt auch mal nach ganz oben rein. Ich finde das schwierig. Ich glaube, Doppelsprung mit Kick. Nee. Zumindest nicht, wenn man so weit weg steht. War das hoch genug? Ja, zumindest sieht es gut aus. Ich glaube, es geht sogar nicht noch höher. So, der Weg ist... ihr müsst hier hoch. Ob ihr wollt oder nicht, das... steht jetzt außer Frage. Ich möchte eigentlich auch ungern hier hoch, weil hier spielt die Kamera nicht mit. Das kann ich euch schon mal verraten. Dieser Gegner, der ist glaube ich nur hier oben. Der greift euch und wirft euch, so wie König Bob Omb. Aber ich würde sagen, ignorieren wir den erstmal. So, genau das hasse ich. Wir müssen jetzt hier genauestens langlaufen. Ich sehe das doch so schlecht. Dann kommen hier noch die Sparkies. Einfach nur auf Marios Schatten achten. Nein. Okay. Was denn jetzt? Was ist das denn für ein Scheiß? Wie komme ich denn da oben weiter? Okay. Trick ist einfach, springt durch. Das hilft, wie ich gerade gemerkt habe. Ist das jetzt der richtige Stern oder eher nicht? Suche nach der Spitze der Stadt. Ja. Okay, dann einen Moment mal. Okay, komplett schaffen tun wir den Kurs definitiv nicht. Dafür brauchen wir noch einen zweiten Part für die 100 Münzen dann. Aber das ist auch okay. Wir machen jetzt nicht die 8 roten Münzen, auch nicht die 100 Münzen, sondern... wir gehen endlich mal zu diesem Käfig da drüben. Denn der führt zur schon angesprochenen Unterwasserstadt. So, habt ihr den Wasserpegel ganz oben? Braucht ihr gar nicht diese nervige Kanone, sondern könnt einfach hier drüber springen.
ein Trick, den man unbedingt in diesem Kurs kennen sollte, sonst verliert ihr ein paar Nerven mit dieser Kanone. Vor allem, wenn man das dann ohne Safe State spielen möchte. Was ich ja auch komplett nachvollziehen kann. Ich spiele es halt immer mit Safe States. Weil mir macht das sonst wirklich kaum Spaß. Hier müssen wir, glaube ich, tauchen. Ja, genau. Also wir tauchen zwar schon die ganze Zeit, aber hier müssen wir halt noch mehr tauchen. Und hier ist Atlantis. Und eine grüne Mütze. Für was ist die grüne Mütze? Ach, um den Wasserpegel wahrscheinlich einfacher nach ganz unten zu bekommen. Weil das sollte man hier definitiv tun. Auch wenn ich leider gerade überhaupt nicht weiß, wo das geht. Mario ist gerade in seine Schwimmanimation gegangen als Metall-Mario. Genau da möchte ich ja eigentlich rein, aber ich muss halt erstmal diese blöden Schalter finden, um das Wasser nach unten zu bekommen. Diese Stadt ist so verlassen, das ist krass. Ich meine, was ist passiert, dass die Stadt so verlassen ist? Und vor allem unter Wasser. Da ist die Cap, die wir brauchen. Da unten ist der Schalter. Da hinten ist der Schalter. So, ich schwimme mal nach oben, vorsichtshalber. Um schneller Luft zu bekommen. Okay, sehr schön. Können wir in die Türen? Nein. Okay. Hätte mich auch stark gewundert. So, wir haben eigentlich immer nur einen Versuch dafür. Entweder wir schaffen es dort rein oder eben nicht. Okay, ich bin schon falsch gelaufen. So, irgendwo ist nämlich der Käfig, wie ich schon sag, wie wir ihn auch schon gesehen haben. Aber da das für mich viel zu labyrinthartig aufgebaut ist, finde ich ihn trotzdem. Das ist nicht mal schlecht. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den als Sprungplattform nehmen. Mist. Ihr müsst wissen, hier geht es definitiv hoch. Oh, ich habe den Wandsprung geschafft. Oh. Da ist er schon, der Stern. Wenn nicht, dann lasst uns einfach noch schnell die 108 roten Münzen machen. Wir haben tatsächlich noch mehr als genug Zeit. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe ganz unten rein. Bei Buddy müssen wir auch noch holen. Ja, das macht mehr Sinn. Und dann machen wir den Kurs halt doch noch zu 100%. Was soll's? Aua, Wasserläufer. Übrigens schön, dass es solche Gegner mal gibt. So, hier ist nämlich sogar noch ein blauer Schalter. Lohnt sich natürlich am Anfang gleich mitzunehmen. Damit, wenn man den versaut, nicht gleich alles versaut. Oha. Ich hab alle. Sehr cool. Ja, warum sich so viele hier unwohl fühlen, kann ich halt eigentlich nicht nachvollziehen. Klar, es ist so leer alles und so, das verstehe ich schon, aber komm. Der Kurs ist trotzdem, finde ich, ganz nice. Also ich mag den Kurs. Ist, glaube ich, auch mein Lieblingskurs von hier oben. Okay. Wir haben halt jetzt schon 45 Münzen. Das ist krass. Und da hinten müssten, glaube ich, noch welche drin sein in den Kisten. Genau. Sehr schön.
Also macht euch um die Münzen hier keine Sorgen. Die bekommt ihr schnell. Okay, und jetzt muss ich wieder irgendwie nach oben. Das heißt, wir klettern mal wieder. So, hier werde ich euch einen Seitwärtssprung oder... Ja, Seitwärtssprung. Doch kein Rückwärtssalto. Ja, hier werde ich euch einen Seitwärtssprung empfehlen. Dann könnt ihr euch einmal diesen Dulli da sparen. Einmal Schaden, wenn man es so nimmt. Weil das nervt schon. Ja, dafür kommt der jetzt wieder nerven. Ist klar. Nerv mich nicht. Ist wirklich so mit der nervigste Gegner des Spiels. Würde ich sogar sagen. Mag den gar nicht. Es war klar, dass sowas passiert. Mann! Jetzt geh da hoch, Mario. Danke. Okay, ich bin endlich... Ich bin ein Trottel. So, hier waren ja auch noch etliche Coins drin. Und hier dann natürlich auch. War ja auch sozusagen so ein geheimer... Ja, was denn? Ja, so eine geheime Münze. Ja, scheiß drauf. Es gibt genug Münzen. Seht ihr ja, wir sind jetzt schon bei 90 und waren noch nicht mal in Atlantis. Das muss schon was heißen. Was ist hier? Nochmal Münzen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich sogar eventuell die Münzen getrennt mache. Weil dann kann ich wenigstens mit hohem Wasserstand da reingehen und Buddy auch holen. Das ist, denke ich, alles ein bisschen einfacher. Warte mal. Ich weiß nicht, komme ich da mit einem Weitsprung einfach rüber? Nee, auf gar keinen Fall. Vielleicht mit einem Dreifachsprung, wenn ich den hinkriege. Ja, sah ganz okay aus. Ich brauche halt den Wasserstand. Ach, wisst ihr was? Was mache ich mir so schwer? Ich nehme nochmal den Schalter. Okay. So, dann drehen wir mal das Wasser auf. Dann wollen wir mal diesen Gegner noch besiegen für die 5 Münzen, die er mir gibt. Wenn man ihn besiegt. Einfach von hinten wieder packen und dann werfen. Also wirklich genau das gleiche wie bei König Bobomb. 2. Aber wie komme ich überhaupt zu Buddy? Ich bin mir so unsicher. Ich gehe mal kurz hier diesen Weg entlang. Mann, ich weiß nicht mehr, wo Buddy war. Ich glaube aber da unten. Auch immer ich da hochkommen soll. Warte, das ist möglich. Perfekt! Ich mach dir die Kanone frei. Danke. Nehme ich gerne. Ist zum Abschluss bereit. Sprung. Also, dass ich das geschafft habe, hätte ich nicht gedacht. Gut, dann holen wir jetzt noch schnell die roten Münzen. Wird dann halt leider wieder ein längerer Part, aber ist besser, glaubt mir. So, jetzt die Kanone. Die ist wirklich nervig. Ich weiß nicht genau, wie man die ausrichten muss. Ja, perfekt.
Ich habe nämlich extra gehofft, dass er noch rüberrutscht, deswegen habe ich nicht sofort reloaded. Und wir sehen uns dann in der Stadt. Ich würde euch, glaube ich, sogar empfehlen, den Pegel oben zu lassen fürs Erste. Dann kommt ihr an die ersten Münzen besser ran. Klar, ihr müsst die nachher noch runterschrauben, weil manche Münzen auch in Kisten drin sind. Hier ist jetzt erstmal der 100-Münzstern. Theoretisch wären hier ja auch noch einige normale Münzen, wie zum Beispiel von den Gegnern und so. War es das echt schon mit den Münzen? Ja, jetzt seht ihr, da wären auch noch Münzen. Ja, die restlichen scheinen tatsächlich schon in den blöden Kisten zu sein, was ich nicht so mag. Na gut, dann werde ich den mal runterdrehen. Hab mich direkt mal auf der Mauer gesaved. Hier ist schon eine rote Münze. Ich weiß gar nicht, wie man hier sonst hochkommt. Oh nein. Gut, Mario. Ist noch eine. Und bei diesem Brunnen da in der Mitte sind tatsächlich auch noch Coins. Normale. Gibt es noch einen mittleren Pegel oder... Wie soll man das machen? Das ist abgrundtief krank. Ah, mit einem Wandsprung kommt man hier hoch, okay. Ich sehe aber nichts. Und irgendwie hat gerade scheinbar der Weitsprung keine Lust, auf diesem kleinen Ding zu funktionieren. Naja. Dann muss ich halt das irgendwie anders machen. Ach, so kommt man hier theoretisch auch hoch, okay. Ist hier auch eine? Ja, wie großzügig. Oh Gott. Aber wie komme ich jetzt weiter nach oben? Über die Kirche oder was das ist? Ja, ich glaube sogar schon. Mach einen Wandsprung, Mario. Mann, bitte. Danke. Ich mach das mal. Nee, oder? Ich meine, dann seht ihr es nicht. Okay, mit einem Rückwärtssalto klappt das auf jeden Fall nicht. Schade. Sehr schön. Ich bin hier oben. Also ich weiß nicht, ob man das so machen soll, aber es scheint mir so die einzige Lösung. Genau, halt dich daran fest, Mario. Ach, so kommt man wieder hoch zum Wasserpegel. Interessant. Den möchte ich jetzt aber eigentlich ungern aktivieren. Ich möchte eigentlich nur noch zu den blöden Kisten. Aber wie komme ich denn da hin? Na, ganz toll. Vielleicht so. Also wartet, einen Wandsprung hier dran machen. Okay, das hat schon mal funktioniert. Jetzt muss ich halt aber immer noch an die anderen Kisten rankommen, wie zum Beispiel da. Also das ist schon ein hartes Jump'n'Run. Vielleicht übersehe ich auch irgendwas, aber ich weiß es nicht. Das war schlecht. Warum hast du jetzt keinen Dreisprung gemacht? Hey, kommst du da echt nicht hoch? Mit einem Dreisprung safe. Aber ich bin zu blöd dafür. Ich komme da nicht hoch. Tut mir leid, dass der Part jetzt schon 30 Minuten geht, aber...
Ich komme da wirklich nicht hoch und ich weiß auch nicht, wie ich es machen soll. Boah, es nervt. Die ganze Zeit falle ich da runter. Zu seitlich. Und das war perfekt. Also, sorry. Ach nee, man hätte auch safe durch diese scheiß Wand gehen können. Ja, egal. Ich hab's so gemacht. Aber da muss man dann halt aufpassen, dass man den Stern nicht sammelt. Wie kommt man da jetzt schon wieder hin? Mit Wandsprüngen, oder? Kann man hier Wandsprünge machen? Mit schnelleren Wandsprüngen bestimmt. Ja. Das sieht gut aus. Okay, Mario, alles super. Der Stern spawnt übrigens in dieser Kirche, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Also, diese Red Coin Challenge, ich habe die viel zu unterschätzt. Ich dachte, die würde viel schneller gehen. Ich gehe mal zum Stern, damit ihr das jetzt nicht sehen müsst. Okay, hartes Jump'n'Run, aber gemeistert. Genauso wie den Part. Tut mir leid, dass der so lange geht. Trotzdem danke ich euch für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Super Mario 64. Hoffe, euch im nächsten Part dennoch wieder begrüßen zu dürfen. Wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, gerne abonnieren. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.